Wir arbeiten uns mit großen Schritten auf das Wochenende zu. Dann ist Münchner Oktoberfest, heute das dritte Oktoberfestbier. Von welcher Brauerei das kommt, ich verrate es euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr weiterhin mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur heutigen dritten Bierverkostung eines Oktoberfestbiers von insgesamt 6 Bieren, die am Wochenende auf der Münchner Wiesn ausgeschenkt werden. Und das heute ist das Löwenbräu. Und ich muss an der Stelle erst nochmal ein ganz dickes Danke an den Wolfgang Hinterdoppler sagen. Der hat mir alle 6 Biere in Bayern besorgt und zukommen lassen. Und hier auf dem Oktoberfest Bier der Löwenbrauerei sehen wir, es ist ein neues Etikett. Und da soll oben eine Bedienung sein. Das ist da oben eine Bedienung, ich kann es nicht sehen, die vom Löwenbräuturm das Bier bereithält. Kleines Detail oben, aber unten natürlich der Löwe, den man ja auch auf dem Oktoberfest richtig groß sieht. Sehen tut man ihn hier auf der Bottle Cap, das Bier 6,1 Volumenprozent Alkohol, 13,7 Grad Plato, 13,5 muss es ja mindestens haben. Und Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe sind drin. Welcher Hopfen das ist, darüber schweigt sich die Brauerei aus. Löwenbräu München gehört ja mittlerweile zu AB InBev, genau wie die Spatenbrauerei, die dann später diese Woche noch kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Bier hier schmeckt. Rausfinden tun wir es nur, wenn wir es ausprobieren. Und dann gehen wir dem Ganzen mal an den Kragen. Aber ich bin mir sicher, auch hier wird die Optik eines Festbieres vermutlich richtig gut getroffen werden. Und wir werden an der Stelle nicht enttäuscht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, das, was da in den Bierkrügen dann auch auf Fotos zu sehen ist, ist ja immer perfekt. Also da lässt sich keine Brauerei lumpen. Und ja, wir haben es hier mit einer etwas dunkelgoldeneren Farbe zu tun. Schön klar, ungetrübt, bisschen Kohlensäure drin zu sehen. Schneeweißer, schön kompakter und feiner Schaum obendrauf. Also auch Löwenbräu hier kein Ausreißer in der Nase. Ah, das ist schön malzig, ein bisschen Karamell drin. Richtig schön frisch. Ja, ich würde sagen, setz den Brot, cheers. Also, hier auf jeden Fall das Ganze ein bisschen auf der karamelligeren Seite zu Hause. Schön mild, eine feine Würze. Bisschen zurückhaltender, was den kräutrigen Hopfen angeht. Auch die bittere ist nicht ganz so vordergründig. Insgesamt super balanciert. Etwas schwächeres Mundgefühl, muss ich sagen. Und eine deutliche Süße. Das unterscheidet das Bier dann jetzt doch ein bisschen. Schöner mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure. Eine super glatte, süffige Textur. Und auch hier der Schaum gibt dem Ganzen dann noch so eine bisschen gewisse Cremigkeit. Der Nachtrunk ist auch eher kürzer gehalten, deutlich auf der würzigen Seite und insgesamt jetzt schon ein bisschen trockener. Die Süße war dann doch sehr dominant und das ist auch eigentlich das Einzige, was ich diesem Bier an der Stelle vorwerfen könnte, dass es dann im Andrunk doch relativ süß ist. Das Löwenbräu München von AB InBev von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Oktoberfestbier aus dem Hause Löwenbräu von AB InBev. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wir haben quasi damit Halbzeit. 3 Biere haben wir, 3 kommen noch. Wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt ein Abo lösen vom Kanal. Dann verpasst ihr kein Oktoberfestbier. Seid bestens gerüstet für die Wiesn. Und vielleicht sehen wir uns ja. An der Stelle nochmal danke an den Wolfgang. Und an der Stelle dann auch Servus, Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.